Moinsen und herzlich willkommen zurück zu unserem Community-Projekt Ark Park. Im Ark Comes Alive Mod. Um mich herum blinkt und glitzert es grün. Ja, das ist alle Tiere hier, die hier stehen, sind grün, die wir hier gezähmt haben. Das ist der Wahnsinn. Ein grüner Giftbronto, ein grüner Argentavis, ein grüner Rex, drei grüne Speedpetris, ein grüner Cats. Habe ich Speed-Petris gesagt? Ich meine natürlich Poison-Petris. Mein Gott. Aber die sind auch so schnell. Das, auch wenn sie Poison sind. Das hast du nur gesagt, weil wir die auch ein bisschen auf Speed geskillt haben, weil du das schon wusstest. Ja, natürlich. Natürlich war das alles so geplant. Ja. Lonestar und Lea Mascha sind heute wieder dabei. Und ja, wir wollen heute mit diesen wunderschönen Betäubungstieren hier, die wir hier am Start haben, einen Alpha-Bären zähmen. Und aus dem Alpha-Bären dann mit dem DNA-System aus dem Ark Comes Alive Mod einen Prime-Bären erzeugen und diesen Prime-Bären dann mit dem DNA-System so pimpen, dass er noch stärker wird. Den kann man dann nämlich noch irgendwie spezialisieren, wenn man den dann erzeugt hat. Und das ist ein neues System, was quasi dieser Mod integriert hat oder einbringt ins Spiel, ja. Das ist ein neues Gameplay-Element, deswegen wollen wir uns das heute mal genauer angucken. Dazu brauchen wir jetzt natürlich erstmal diesen Alpha-Bären, diesen orangenen, flauschigen. Sollen wir Rex, Bronto, sollen wir den Cats nehmen, sollen wir die Petris nehmen? Also ich persönlich bin ja für die Speed-Petris, für die Gift-Petris. Für die auf Speed geskillten Gift-Petris. So rum. Wir können ja mischen. Zwei Petris und einen Rex. Das ist eine gute Idee. Zwei Petris und einen Rex. Da wäre jetzt die Frage, auf was soll ich rauf? Soll ich auf einen Petri oder soll ich auf einen Rex? Ich finde es ja ehrlich gesagt lustiger, das ganze Chaos von oben zu beobachten. Aber natürlich ist es auch lustig, wenn ich ins Chaos selbst reingerate mit dem Rex. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich nehme einfach jetzt erstmal einen Petri. Wir können ja dann nochmal wechseln. Ich nehme jetzt einfach mal den hier. Der hier steht. So. Gut, dann nehme ich den großen und bin dafür verantwortlich, wenn er stirbt. Genau. Lonestar geht auf den Rex. Gut, dann nehme ich noch einen Petri. Und genau, Lea und ich, wir gehen einfach auf Petris. Guckt mal, seht euch das mal an. Seht mal genau hin, wenn ich auf dem Petri sitze, wenn ich das jetzt mir auch auf K angucke, schaut mal, ich schwebe auf dem Petri. Ich sitze gar nicht richtig drauf, ich schwebe auf dem Petri. Da ist noch mindestens 10 cm unter meinen Knien Platz. Schön. Ich habe mir übrigens nochmal die Patch-Notes vom nächsten Patch durchgelesen und da steht tatsächlich, dass man beim nächsten Patch oder nach dem nächsten Patch in Echtzeit wachsende Haare am Charakter hat. Also der Charakter hat dann Gesichtsbehaarung, die wächst. Und ich habe mir schon vorgenommen, ich werde mir dann so einen richtigen Methusalem, ja, quasi wachsen lassen mit ganz viel Haaren im Gesicht. Das wird sehr lustig. Ich werde mich nicht einmal rasieren. Dann bin ich ein echter Bär. Und da fällt mir gerade auf, dann haben ja die weiblichen Spieler voll den Nachteil. Die können keinen schönen Bart tragen. Ist ja voll fies. Oder ein Damenbart vielleicht. Oh Gott. The Bearded Woman. Okay, dann hast du aber sehr viel Testosteron als Frau. Okay, wo müssen wir jetzt eigentlich hin, um den Prime-Bären zu finden? Den Speed-Bären. Den Alpha-Bären. Da, wo es Bären generell gibt, sprich im Redwood am meisten. Okay, dann auf ins Redwood. Da drüben ist es Redwood. Durch den Sumpf, oder? Ja, so ein bisschen durch die. Ach du Scheiße, ja stimmt. Ich schau mal, wie es da aussieht gerade im Sumpf. Oh, da ist gleich direkt ein Power-Spino. Ein Power-Spino, ein roter. Na, mal gucken jetzt. Rex gegen Power-Spino. Da ist ein Alpha-Frosch da. Da im Sumpf. Boah, ist der schnell. Der Alpha-Frosch ist mal der Hammer. Guckt euch das mal an, da hinten. Der Alpha-Frosch ist so geil. Der Gelbe hier. Er rastet voll aus. Hui. Der Alpha-Frosch. Wie schnell der ist einfach. Wie schnell der ist, der Alpha-Frosch. Warp Speed. Er rotiert. Er ist am Rotieren. Der Wahnsinn. Boah, und da ist ein Alpha-Spino. Kriegt ihr eigentlich mit dem Rex ein Alpha-Spino auch platt? Oder müssen wir da aufpassen? Ey, ich glaube, das ist Wahnsinn hier durch. Ich könnte versuchen, durchzurennen. Das schaffst du nicht. Du wirst an irgendwas hängen bleiben.
Das ist einfach nur irrsinnig hier. Da sind vier. Vier Alpha-Krokodile. Und lauter Spinos. Ich weiß nicht, ob die Alphas mich angreifen, dann bin ich überfragt. Normal lassen die Rokos ja Rex in Ruhe. Tja, naja, du könntest es jetzt ausprobieren und versuchen, ob du dabei stirbst oder nicht. Probieren geht ja normalerweise über Krepieren, ne? Aber ich sehe schon, da geht's schon los mit dem Hängen, ne? Die Steine sind nämlich der Gegner. Die Steine sind der Endgegner. Passiert. Holy shit. Boah, dieses Beat-Spinos. Und da geht er rein. In den tiefen, dunklen Wald. Ich sehe gar nichts. Ich sehe auch nichts mehr. Wo ist er denn jetzt hin? Lol. Ich häng schon den 1000 Spinos fest. Ich glaube da hinten. Ja, ich habe ihn gesehen. Da. Da ist der Lohnstar. Ich werde sie alle betäuben müssen. Die haben mich verbuggt. Die kommen alle zu dir jetzt, glaube ich. Ja, war nix. Das sieht nicht gut aus von hier oben. Können wir da irgendwas machen? Nee, ne? Aber der eine Spino, der Speed Spino da, der ist schon so leicht blutig. Aber dein Rex, glaube ich, auch, oder? Ja, ich habe zu viele Alphas an der Nase. Halbes Leben ist schon weg. Keine Chance. Okay, soviel zu dem Thema. Wir haben ja noch einen Bronto. Da hat der Rex einen kleinen Gastauftritt gehabt. Oh, oh, oh! Kannst du? Lauf! Ich bin abgestiegen. Ach so. Ihr müsst ihn pfeifen. Was? Ich renne jetzt einfach. Ich hab das Overlay aus, Moment. Ich hab ihn gepfiffen. Ja, nicht, oh Gott, scheiße. Ah, da! Ich schlafe. Nein! Oh, wo schläfst du? Irgendwo unter einer Schlange und einem Spino und einem Busch und einem Baum. Oh, da wo sich die Figuren, die Dino, die Tiere gerade über dich hermachen. Genau. Da wo gerade die ganzen Alpha, ich glaube, ich weiß, wo du liegst. Aber ich verliere kaum Leben. Das Problem ist nur, dass da die ganze Zeit Poison-Tiere auf mich einbeißen und ich damit, schlafe. Meinst du? Ich sehe eigentlich hier, die Frage ist jetzt, wo ist das? Also hier sind ganz viele Knäule. Bei dem einen Knäuel fressen sich irgendwie Krokodile gegenseitig auf. Bei dem anderen sind es Spinos. Die Spinos, bei mir sind fast nur Spinos. Ah, dann weiß ich, welches Knäuel das ist. Dann ist das Knäuel hier. Aber das Problem ist, wie kriegen wir dich da jetzt wieder raus? Theoretisch müsstet ihr alles umbringen. Kannst du nicht irgendwie die Rüstung ausziehen? Ich schlafe. Scheiße. Ja, was sollen wir da jetzt machen? Das geht nicht. Wir können jetzt nichts machen. Wir könnten sie weglocken. Warte mal, ich versuche die mal wegzulocken. Vielleicht haben sie ja nur Bock auf Lebendfutter. Nee, nicht wirklich. So, also den Rex habe ich jetzt gerettet. Ich betäube sie einfach alle. Aua. Kleinen Schweinchen, die betäuben mich ja auch. Die betäuben mich zurück. Am Ende liegen wir da alle. Bewusstlos. Bis die Alpha schlafen, dauert das. Na super. Aber die können mir auch nicht wirklich Schaden zufügen. Ja, ne? Das ist natürlich jetzt so wieder diese Zwickmühle, in der du dich da befindest, dieser Teufelskreis. Du wirst nie aufwachen, weil dich die Poisentiere immer weiter betäuben. Ihr müsst ja nur die Poisentiere rauspicken. Dann wache ich ja irgendwann auf. Ja, das ist aber nicht so einfach. Also ein Poison-Spino hat sich schon ablenken lassen. Hast du nicht noch Raketen? Nee, leider nicht. Ich habe keine Nukes mehr. Ich habe alle Nukes verschossen, aber ich habe ganz viele Fackeln gemacht. 12 Stück. Ja, dann zünd sie an. Da werden nämlich lange Fackeln hier. Vielleicht sollten wir nochmal zu Shadow Space fliegen. Ich fliege jetzt mal zu Shadow Space und hol nochmal einen Nuke. Aber dann stirbst du auch, wenn ich da einen Nuke reinfeuere. Diebe! Ach, der Shadow, Moinsen! Shadow, ich muss dich plündern, deine Base. Ich muss Nukes klauen. Aber ich glaube, da sind eh nicht mehr viele. Die haben wir schon letztes Mal alle verschossen. Ja, lieber fliege ich in die Luft, als hier jetzt zu schlafen. Von da ist das okay. Ja, mach durch. Lonzo hat mich ja auch mal gerettet, als ich in derselben Lage war. Ja, diese Speed-Viecher, die sind echt krass. Diese Poison-Viecher. Nee, alle Viecher. Ich hatte,
Ich hatte das mit den Ancient-Viechern. Das sind so, ja, die Knochenviecher, die nur auf Carnivore Island leben. Ancient, meinst du? Ja, keine Ahnung, wie die genau heißt. Ja, bei mir dauert es leider noch ein bisschen. Ich muss mein Arc neu auf die SSD spielen, weil es auf der Festplatte war und die das jetzt nicht anerkennen will. Warum auch So, immer. so. Wie lange dauert das denn dann? Du musst ja dann voll viel runterladen. Nee, ich muss es nicht runterladen, ich muss es nur rüberspielen auf Ach die so, SSD. aber das dauert ja auch eine Weile. 20 Minuten. Ja, dann. Dann wart mal so lange. Nee, wir machen ja Action. Nee, wir machen hier in der Zeit. Oh, da unten sind ganz viele Affen, blaue Affen. Wo war jetzt eigentlich nochmal Shadow Space? Ach ja, genau hier lang. Also die ist eigentlich so groß, dass man die schlecht übersehen kann, ne? Eigentlich. Also eigentlich. Ansonsten kann man natürlich auch einen Prime-Giga hier hinholen und mal eben aufräumen. Das geht auch. Oder irgendein anderes großes Viech. Ein Drachen. Ein Ja, Drachen. wo du das gerade erwähnst, da waren gerade welche. Aber ich flieg jetzt trotzdem mal zu Shadow Space. Ja, da steht auch bestimmt noch ein großer Drache rum. Oder ein Glaube ich Rex. nicht. Ah, ich Was? weiß wieder, wo das war, genau. Wurden die auch geplündert? Was? Ich glaube, dass du nichts mehr hast, ehrlich gesagt. Oh, nein. Da wurde einiges geplündert, ja. Deine Base ist gerade durchsichtig, das sieht lustig aus. Alter, das ist hier, Alter, das müssen wir uns mal angucken hier. Wir müssen mal die ganze Größe, ja, dieses Klotzes, müssen wir mal in uns aufnehmen gerade. Den Rex bringe ich jetzt erstmal zur Base zurück, ne? Sollte das eigentlich das Empire State Building werden oder ist das schon das Empire State Building? Das sieht so Es Empire State Building mäßig aus. ist inspiriert vom Empire State Building, ja, Ja, aber das ich mit den hätte. Abstufungen und so, ne? Ja, genau. Ja, krass. Das ist Arc Art ist das nämlich. Arc Art. Das ist die Zitadelle der Zeit. Ja, da musst du aber noch einen Turm daneben setzen, glaube ich, oder? Hattet ihr nicht zwei Türme, die Zitadelle der Zeit? Weiß ich nicht Sah die mehr. nicht aus wie die Notre-Dame-Kathedrale so ein bisschen? Ah, Zelda-Fans sonst. vortreten, die wissen das. Ich bin ja sehr glücklich darüber, dass Nintendo das neue Zelda nicht nur für die neue Nintendo-Konsole rausbringt, sondern auch noch für die Wii U. Und das auch noch das letzte Spiel sein wird, was sie für die Wii U rausbringen werden. Hey, hier sind Nukes, sehr gut. Das heißt, ich kann das neue Zelda tatsächlich noch spielen und muss mir dafür nicht extra eine Switch kaufen. Da bin ich sehr glücklich drüber. Und wer jetzt ein Let's Play erwartet, den kann ich gleich enttäuschen. Ich werde das nur privat spielen. Weil Nintendo da so eine komische Politik hat mit Let's Playern, da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Da muss man nämlich jedes Video, was man macht, extra anmelden bei Nintendo und das ist irgendwie total bescheuert. Voll der Ich würde Aufwand. dir eigentlich raten, noch ein paar von den Poison Eraser Potions mitzunehmen. Was? Poison Erasure Potions? Poison Eraser Potions, genau. Potions. Poser Genau. Potions. Warte, Das ich. sind die, ja. Ja, Sind halt, die machen den Topf auf neutralisieren, genau, Null, die genau. neutralisieren das Gift. Moment. Im Dodorex-Dingens Ja. müsste noch was sein. Poison Eraser Potion. Hier ist schon ein Alpha-Spino eingeschlafen über mir. Ich sehe ja schon, wenn ich dann angekommen bin bei dir, schlafen da alle Tiere. Und dann steht der Lonestar da inmitten von schlafenden Spinos. Ja, die Spinos, die Power und Poison, die schläfern sich leider nicht gegenseitig ein. Ich komme zurück. Ich komme zurück. Sucht einen Wasserfall, hinter dem eine Höhle ist, und baut eine Base dahinter. Hinter dem Wasserfall. Ja, gibt's sowas überhaupt? Eine Höhle, wo ein Wasserfall davor ist, in Ark hier? Also auf der Standard-Map? Gibt's doch, glaube ich, gar nicht. Nicht wirklich. Nee, Ohne nur Einbuchtung. auf Center gibt's das doch, ne? Oder? Ja, Ja. auch nicht so richtig. Sowas gibt's hier leider nicht. Da braucht man eine andere Map dafür. Anunnaki-Mod. Nee, das ist Ark Comes Alive. Das ist nicht Anunnaki. Ja, das ist nicht der Mainstream, ne? Das ist ja. Das ist der andere Mainstream. Genau. Ist der Drache da? Der blaue gehört ja zu uns. Wie heißt er denn? Ich sehe es nicht. Er ist zu weit weg. Warte Wo mal. steht er denn? Er fliegt, er hängt in der Luft.
Oh, könnte sein, ja. Oh nein! Ist er nicht. Aber wieso ist da denn ein Drache gespawnt? Oder? Nee, Moment, der ist weggeflogen. Ich habe keine Ahnung. Lonza, wo liegst denn du jetzt eigentlich? Hier ist noch mehr gespawnt jetzt in der Zeit, wo ich weg war. Also da, wo ich gerade auch noch lag. Mehr kann ich nicht sagen. Ah nee, warte mal, hier hinten war das doch. Ich bin gerade falsch. Moment. Also bei mir sind zwei Poison, ein Alpha Spino. Ich glaube, das war's jetzt. Oder noch ein? Ah Platz. ja, ich sehe, wo du bist. Alles klar. Ich weiß wo. Moment, jetzt wird's schwierig. Jetzt muss ich nämlich so weit weg sein, dass ich mich nicht selbst in die Luft jage. Versuch auf die Rückensegel zu treffen, dass ich vielleicht überstehe. Ich glaube, das ist egal, wo das trifft. Der Radius ist so monströs. You killed a Mega Neura. Ja, läuft doch. Alter, ich habe mich schon wieder regeneriert von dem Treffer. Echt jetzt? Na, dann kann ich ja weiter draufhalten. In der Geschwindigkeit auf jeden Fall. Soll ich jetzt noch irgendwas von der Base mitbringen? Hast du noch ein paar Nukes? Also du müsstest jetzt, also die Gifttiere müssten jetzt tot sein. Oh scheiße, ich muss weg. Ich schlafe jetzt trotzdem natürlich noch eine Weile, aber mich beißt auch nichts mehr. Ja, die gehen jetzt nämlich auch alle auf mich, weil ich sie beschossen habe. Höhö. Wie komme ich denn gleich hier weg? Du musst auf jeden Fall aufpassen, da ist noch ein Giftspino bei dir in der Nähe. Ja, ich sehe ihn sogar gerade. Der kommt auf mich zu. Ja scheiße, ich kann hier nirgends landen, hier sind überall Viecher. Soll ich den Petri mitbringen, Lonza? Weil sobald ich lande, werde ich angegriffen. Nein, nicht landen. Wenn sobald ich aufstehe, grabt ihr mich einfach raus. Nicht landen. Aber ich sehe dich nicht richtig. Warte mal, wo bist du denn? Liegst du unter dem Giftspino? Ich lieg im Giftspino Hals drin. Okay, ja. Ah, ich sehe nicht. Nee, Moment, da liegt eine Tasche. Der Alpha hat mich, hat das gefressen, das tote Spino-Tier. Und versucht jetzt, mich zu essen, indem er mich rumrennt. Ich sehe dich da gar. Ach doch, da liegst du. Ach du Scheiße, bist du klein, ey. Wie soll ich denn so ein Ziel treffen? Ah! Mit den ganzen Viechern, die hier rum. Warte. Da müssen wir was tun. Da müssen wir nochmal clearen ein bisschen. Das muss doch hier. Warte mal jetzt. Ah, oh Gott, scheiße. Warte. Mein Gott, so viele Frames kann der Computer gar nicht berechnen, wie schnell diese Tiere sind. So, jetzt aufpassen hier. Ich sehe, wie der eine Spino auf dich eindrischt. Genau, der Power Spino. Ich schieße nochmal eine Nuke zu dir rüber. So, der ist jetzt schon mal tot. Das hat mir fast gar keinen Schaden gemacht. Jetzt versuche ich nochmal die anderen Spinos vielleicht noch Platz zu kriegen. Ach, Hauptsache die Poisons, der Rest. Ja, genau, die Poisons. Gerade die will ich nämlich jetzt gerade ein bisschen töten. Verdammt, die fliegen nicht so weit, die blöden Atomraketen. Fliegen auch so langsam. Ja. Ha! Gott, wer ist das denn hier? Das ist jemand anderes. Voll erschrocken. Ich dachte schon, der Lonestar steht jetzt vor mir als Geist. Du hast mich getötet. Oh, scheiße! Nein! Oh nein, ich bin auch, glaube ich, gleich. Ich schlafe auch gleich. Wo seid ihr denn? Ich muss wegfliegen. Ich auf. Und heute kommt ein Poison Spino. Scheiße. Geh weg. Wie war das? Wie war die Mission nochmal? Wir wollten einen Alpha-Bären betäuben? Wir werden die ganze Zeit selber betäubt. Oh Gott, scheiße, ey. Das war knapp. Er hat mich zweimal gebissen. So, ich wache jetzt auf. Okay. Ich bin wach. Ja, sauber. Lauf einfach. Warte, ich versuch dich zu finden und zu grabben. Lauf mal dahin, wo man dich sehen kann. Ich stehe da immer noch, das Alpha-Krokodil beißt dir auf mich ein. Ah ja, okay, warte. Wie konnte ich nochmal greifen? Mit Rechtsklick, ne? Ja, genau. Achtung, ich komme! Ja, ich seh's. Was war das denn? Ja, das war zu früh. Jetzt! Ja, ich habe ihn, den Lonestar. Juhu! So, jetzt zurück zur Base erstmal. Er ist so nah am Redwood und so weit entfernt. Ja, aber ne? Es gibt eine Möglichkeit, den Sumpf zu umgehen, ne? Zu Fuß, geht auch. Nur ein großer Umweg. Jetzt? Ja, fast. Man kann von der Klippe da hinten runterspringen und ist dann fast direkt in Redwood. Ja, lohnt es da hinten dranhängen, ist auch schön. Da ist er. Das war ja lustig da unten.
Ja, viele, viele bunte Spinos. Also das geht echt nicht, dass man dann da liegt und nie wieder wegkommt alleine, ist echt dämlich konstruiert. Ja, das ist von dem Mod irgendwie nicht so schlau gemacht, ne? Aber das liegt auch an der Rüstung halt, ne? Ja, die gehört ja zum Mod. Wenn das jetzt ein anderer Mod wäre, Ja. okay. Wenn sie die Rüstung nochmal ein bisschen anpassen, dass auch kein Torpor-Schaden so schnell durchkommt, aber wahrscheinlich mussten sie die irgendwie balancen. Fürs PvP dann, weil sonst wär man ja unbesiegbar im PvP mit dieser Rüstung. Nee, nicht mit Betäubungszeug. Oder Darts, oder Nukes. Ah nee, doch, Oder Nukes. Nee. Nukes hast du ja auch ausgehalten gerade. Ja. Ja. Hä? Hier ist ja noch ein Poison Rex. Ist doch Ja, unser. das ist der, den ich da wieder rausgezogen habe. Ah, du hast es geschafft. Sehr gut. Ja. Ja, dann sind wir wieder da, wo wir angefangen haben quasi. So, Leute, jetzt beginnt das Video, okay? Was für ein Video beginnt? Was? Ach Jetzt so. beginnt der Stream, Ach, der ne? Stream Ja. beginnt, genau. Das war alles nur Vorschau. Genau, an der Stelle fängt das Video Schöner. an. Moin und herzlich willkommen zum Ende der Folge. Bis zur nächsten Folge Ark Park mit Ark Comes Alive. Bis dann, Ja. ciao, ciao.